Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf QRsoft. Ich bin der Tobi und ich stelle euch heute mal meine Ausrüstung vor. Wir fangen direkt an mit meiner Waffe. Dabei handelt es sich um eine G&G CM18 Mod 1 in 0,5 Joule. Die habe ich ein bisschen verändert, so dass sie besser zu mir passt. Was ich hier grundlegend verändert habe, ist, dass ich ein ARGOG-Visier draufgeschraubt habe mit einem Weaverizer, also einer Erhebung. Einfach, damit ich mit der Gittermaske besser zielen kann. So, vor dem ARGOG habe ich dann natürlich auch noch eine Schutzplatte, einfach damit mir das im Kampf nicht zerschossen wird. Dann habe ich noch mehreres an Dekoration bzw. Aufsätzen. Ich habe vorne einen Deko-Schalldämpfer und hier habe ich zwei Frontgriffe, einmal einen gewinkelten, einmal einen vertikalen, einfach für verschiedene Griffsituationen. Zum Beispiel im CQB ist das so besser, manchmal auf dem Feld beim Rennen fühlt sich das hier besser an. Hier hinten auf dem Schaft sieht man das, sind ein paar Autogramme. Das ist die Airsoft-Heldin Lara damals noch, das ist von Joris und hier haben wir Friday von GSP. Hier habe ich noch ein bisschen personalisiert auf der Seite. Ich weiß nicht, sieht man das? Hier habe ich quasi meinen Namen drauf geschrieben. Und die Ladeklappe ist quasi ein Star Wars Witz. Drinnen ist auch noch was verändert. Da ist ein neuer Pistonhead drin, weil der alte mir auf einem Event mal gebrochen ist. So, legen wir ihn gleich mal ab. Und ich mache weiter mit meinem Kopf. Hier auf dem Kopf trage ich eine Kappe. Ich bin generell kein Helmspieler, weil ich neige dazu, sehr viel zu schwitzen und deswegen sind Helme für mich einfach nicht die erste Wahl. Ich habe es lieber luftig um den Kopf. Hier habe ich einfach eine Kappe in Flecktarn von Begadi. Habe da ein paar Patches drauf. Eigentlich nichts Besonderes. So, jetzt das Wichtigste natürlich, wir wissen alle, es ist das wichtigste Ausrüstungsteil, die Schutzbrille. Da nutze ich eine Wolken VTech Modell Zulu. Was meiner Meinung nach die beste Schutzbrille auf dem Airsoft-Markt ist, weil sie hat erstens so Thermalglas verbaut, quasi zwei Plexiglasschichten mit einer kleinen Luftschicht dazwischen. Und außerdem hat sie hier oben drin Luftschlitze und unten auch. Das heißt, es gibt immer einen konstanten Luftstrom hinter der Brille, was dafür sorgt, dass diese Brille so gut wie gar nicht beschlägt. Außerdem ist sie extrem schussfest. Also GSP hat dazu ein Video gemacht, sie haben dann im 7,5 Joule Luftgewehr draufgeschossen, nichts ist passiert. Beziehungsweise nur leicht eingedellt. Von daher sollte das eigentlich jede Airsoft-Waffe aushalten. Für mich persönlich finde ich es auch noch schön, dass sie einen sehr hohen Tragekomfort hat, dadurch, dass hier innen alles aus Moosgummi gemacht ist. Beziehungsweise mit Moosgummi hier beklebt. Das gestaltet sich einfach schön beim Tragen und schließt halt auch dicht ab, wie man hier sehen kann. So, eins weiter runter. Den Mundschutz, den werde ich auch direkt mal los. Das ist einfach, ich habe keine Ahnung von welcher Marke der ist. Das ist irgendein No-Name-Mundschutz, den ich mir ganz am Anfang als Anfänger gekauft habe, zusammen mit meiner ersten Federdruckpistole. Und seitdem habe ich den und habe auch nie irgendwie die Notwendigkeit gesehen, den zu ersetzen. Ein Mundschutz ist halt einfach nett, damit einem nicht die Zähne rausgeschossen werden. So, ich würde sagen, vor dem Plattenträger handeln wir kurz das Combat-Shirt ab. Hier trage ich ein Combat-Shirt von Begadi Basics in Flecktarn. Ihr seht wahrscheinlich auch generell, dass Flecktarn meine Tarnfarbe ist. Einfach weil es funktioniert in deutschen Wäldern am besten und es ist saugünstig zu bekommen. So, hier habe ich natürlich auf jeder Seite Team-Patches und andere Patches. Dann Handschuhe trage ich Mechanics in Multicam. Einfach sind die besten Allrounder-Handschuhe, würde ich jetzt so sagen. Und viele andere im Team benutzen das ja auch. So, next one. Jetzt kommen wir zum Brot und Butter der ganzen Sache, meinem Plattenträger. Also, als Basis benutze ich hier einen Plattenträger, einen modularen Plattenträger von MFH. Ebenfalls in Flecktarn. Ich bin ausgestattet hierbei mit 5 Magazintaschen, geschlossenen, einem Admin-Pouch mit verschiedenen Patches, ich habe hier noch mein Gummimesser. Dann habe ich des Weiteren hier an der Seite eine Pistolenmagazintasche. Da drin ist meine Taschenlampe. Bei dieser Taschenlampe handelt es sich um eine Walter PL 100,
Eine Walter PL50. Hier. Die ist halt einfach gut für Spielfelder, auf denen es dunklere Räume gibt, wie zum Beispiel der Hill oder eben auch das Kühlhaus. Neben dieser Pistolenmagazintasche steckt in den Molle-Schlaufen ein High-Cap-Magazin für meine Glock 18C AEP, die übrigens meine Backup ist. Die trage ich hier am Bein in einem Oberschenkelholster. Die ASG Stone-Granate habe ich in einem Dump-Pouch von BEX. Also eigentlich... Eigentlich ist das so ein Abwurfsack, der hat aber ein Loch und das habe ich und deswegen benutze ich ihn nicht mehr. Außerdem ist dieser Abwurfsack hier hinten um einiges komfortabler. Deswegen kann man die Pouch, wenn man sie zusammenfaltet, super für die ASG Stormgranate nutzen und dadurch, dass man sie per Reißverschluss so schnell öffnen kann, habe ich schnell Zugriff auf meine Granate, kann sie entschärfen und werfen. So, als Magazine benutze ich erst einmal solche Magazine von G&G, die ich quasi passend zu meiner Waffe gekauft habe. 120 Schuss mit Caps und sauber verarbeitet, kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe die auch nummeriert und mit meinem Callsign versehen, einfach um sie identifizieren zu können und um die richtige Reihenfolge zu wissen, in der ich die reinstecken will, weil beim dritten Magazin ist was abgebrochen und damit ich halt immer weiß, an welchem ich bin. So, hier habe ich nochmal zwei andere Magazine, das sind solche Ares Midcaps, 140 Schuss. Die waren einfach billiger als die G&G Midcaps und erfüllen eigentlich genau den gleichen Zweck. Deswegen hatte ich mir die gekauft. Und ihr seht ja, diese Magazintaschen hier sind zu. Das ist natürlich ein Problem, da brauche ich ein bisschen länger, um das Magazin zu ziehen. Wenn es jetzt mal schnell gehen muss oder ich im CQB spiele und den Plattenträger weglasse, dann habe ich hier mein Battle Belt hier unten. Das ist ein Battle Belt von Invader Gear in Oliv. Den habe ich mal irgendwann bei Airsoft to Go gekauft. So, an dem Battle Belt, ich fange von links an, gehe dann nach rechts rum. Das hier ist einfach eine Flaschentasche, auch von Begadi in Flecktown. Da drin habe ich entweder eine Trink- oder eine BB-Flasche, je nach Situation. Hier daneben habe ich eine Tasche, in der mein Funkgerät verstaut ist. Als Funkgerät benutze ich ein ziemlich einfaches Cobra Walkie-Talkie. Es erfüllt seinen Zweck, aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Deswegen werde ich es wohl, sobald es geht, durch ein Midland G9 ersetzen. Und daneben habe ich zwei Fastmac-Pouches nebeneinander. Die benutze ich, wenn ich im Eifer des Gefechts schnell an Magazin ziehen muss. Es geht einfach bedeutend schneller. Na, hier rein. So, weiterhin habe ich hier hinten einen Dump-Pouch. Das benutze ich halt einfach, um meine benutzten Magazine abzuwerfen, damit ich nicht wertvolle Zeit verschwenden muss, um sie in die Taschen zurückzustecken. Weiter hinten befindet sich das hier. Das ist mein billiger Satz für eine Trinkblase. Wahrscheinlich gibt es unter euch auch einige Leute, die das hier erkennen. Das hier ist eine Feldflasche und zwar nicht nur irgendeine Feldflasche, sondern Volkseigentum. Es behandelt sich hierbei um eine Feldflasche von der NVA, der ehemaligen Armee der DDR, habe ich fast von Restposten erstanden. So, wir bewegen uns auf diese Seite. Da habe ich drei Pistolenmagazintaschen, die da drin sind Speedloader, einfach für, ja, damit ich auf dem Feld volle Speedloader dabei habe und nicht immer aus einer Flasche nachfüllen muss. Hier hinter den Pistolenmagazintaschen habe ich eine Multifunktionstasche. Da drin habe ich unter anderem ein... Darin habe ich unter anderem ein Brillenetui, wo drin ich manchmal einen Ersatzakku aufbewahre. Auf größeren Events, wo man länger auf dem Feld ist. Und natürlich mein Deathrack, bzw. eine alte Kinderwarnweste. Ihr seht schon, das passt mir nicht mehr wirklich. Der Sinn eines Deathracks für die Anfänger unter euch ist, dass man quasi auf dem Feld, wenn man Hit ist, man nimmt nicht nur den Arm hoch und geht halt zurück zum Respawn, dann kann man halt immer noch von den Gegnern fälschlicherweise als im Spiel identifiziert werden, weil ich meine, gerade wenn der Weg zum Spawn länger ist, will man nicht die ganze Zeit so rumlaufen. Da nimmt man irgendwann den Arm runter, dann sieht das ein Gegner und denkt sich, oh. Tatsache ist,
so ein Death Rack ist sehr nützlich. Also es markiert euch automatisch als Hitkill, weil generell gibt es auf ersten Spielfeldern die stumme Regel, auf Warnwürsten wird nicht geschossen. Das heißt, ihr nehmt das Ding raus, hängt es euch irgendwie um oder auf den Kopf, je nachdem, was ihr bevorzugt, oder haltet es einfach so raus. Dann weiß jeder, ihr seid getroffen und nicht mehr im Spiel. Meine Backup, also meine Glock 18 IP, habe ich in dem, die sollte aus Reviews von früher von uns definitiv bekannt sein, dazu sage ich jetzt auch nicht mehr viel, habe ich in einem Oberschenkel-Hartschalenholster von KU, das ich an meinem Battlebelt befestigt habe. So, als Hose trage ich so die klassischste Lösung im Bereich Flecktarn, das ist eine Original-Bundeswehrhose, gekauft für 15 Euro in einem Army-Shop bei mir in der Nähe. So, zu meinen Schuhen. Ich benutze diese Wanderschuhe von Lowa in Kombination mit Funktionssocken. Ist einfach ein guter Schuh, der hier seitlich auf den Knöchel stützt. Und durch die Funktionssocken kommt es auch nicht zu Blasen, wenn man jetzt mal auf einem längeren Event ist, wo man weitere Strecken laufen muss. Noch eine kleine Sache zum Plattenträger. Mein Sling, den ihr hier seht. Das ist ein selbstgemachter Sling, mehr oder weniger. Man sieht, wenn man mich von hinten ansieht, dass da noch was im Plattenträger steckt. Die militärgeschichtlich Versierten unter euch erkennen das auch wieder. Das ist ebenfalls von der NVA. Das ist ein altes Rucksacktragegestell, das ich ein bisschen umfunktioniert habe und mit einem Notfallkettenglied und einem Karabiner zu einem stabilen und sehr günstigen Sling gemacht habe. So, das war's dann eigentlich mit meiner Ausrüstung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist und oder ihr neu hier seid, dann lasst doch ein Like und ein Abo da, wenn ihr kein weiteres unserer Videos mehr verpassen wollt. Man merkt, du machst das nicht jeden Tag. Nee, mach ich nicht. Ansonsten war es das erstmal mit dem Video. Ich bin raus, ciao.